Hey ho meine Lieben, heute machen wir einen leckeren Pfannenburger und zwar Hawaii, also Pfannenburger Hawaii, und den wird uns heute Manu machen. Ja, du nervst mich schon die ganze Zeit damit. Au! Wieso reißt du mir Haare raus? War was ganz komisch, was am Hängen. Ja. Sie hat die ganze Zeit schon gesagt, sie macht die Burger und das darf sie jetzt haben. Okay? Viel Spaß. Gehen wir schon mal in die kleine, aber feine Küche. So Freunde, da sind wir. Zu der kleinen, aber feinen Übersicht. Natürlich bin ich im Hintergrund bei dem Video mit dabei. Brioche-Buns. Die anderen? Dann nehmen wir die frischen hier. Dann ein bisschen Mayo, mehr brauchen wir dazu nicht. Ein Hack, Salz, Pfeffer, mehr nehmen wir nicht zum Würzen. Dann noch ein bisschen Scheiblettenkäse. Ananas, ganz wichtig. Und Burgerpresse. Ja, und jetzt wird ganz einfach das Hackfleisch mit Salz und Pfeffer gewürzt, durchgeknetet. Und hier geht gar nichts. Zumindest nicht viel. Ja, und dann zu Patties gepresst. Also ich würze jetzt erstmal ordentlich, das kann eine Weile dauern mit der Pfeffermühle. Aber so ist der Pfeffer halt auch frisch gemahlen. So, sprühen wir was rein. Ja. Und ein bisschen was vom... Oh. Warte. Mehr. Da kannst du schon ein bisschen was rein, oder? Gut. Geh mal her. Vom Raucharoma Hickory von Dolly Sauce. Ja. Patties kann man natürlich auch schön mit der Hand formen, aber wenn wir schon die Presse da haben, verwenden wir die natürlich. So. Einmal. Ja, tja, ich glaube, da muss ich nochmal. Ja, auch so kann es gehen, wenn man die Presse nicht ganz nach unten drückt. Dann hebt die sich an. Aber kein Problem. Machen wir nochmal. Wunderbar heute. Jo. Und ab jetzt übernimmt dann mein Spatzel. Die Dinger in der Pfanne rausbrutzeln. Ich denke, wir werden die Burger einzeln machen. Dann gleich eventueller Ananas mit Ei in die Pfanne. Dann jeweils ein Brioche-Bun rausbrutzeln. Perfekt. Ist das in Ordnung so? Okay. Soll sie ich hat die Ananas noch schön anrösten? Ja, die auch in der Pfanne. Mit ein bisschen Zucker drauf? Ja, ein bisschen Kalimis. Kannst du machen, wie du möchtest. Das überlasse ich jetzt dir. Dann geselle ich mich mal im Hintergrund. Stell halt die Cam um. Ihr wisst Bescheid. So, jetzt ist es heiß. Heiße Bett. Gut. Ich meine, die Pfanne ist jetzt heiß genug für das erste Patty. So, das Patty muss jetzt mal richtig schön anrösten von der einen Seite. Mein Schatz, meint, ich sollte die anders dazu machen, dass sie einfach ein bisschen Röstaromen abbekommt. Das wird nämlich eine sehr, sehr schöne Sauerei werden. So.
So, die Ananas kann auch mit drauf. Darf nicht so schwarz sein. Ich drehe noch einmal um. So, sieht das schön aus. Kommt jetzt der Käse drauf. Auf den Käse. Das hole ich mal raus. Das ist jetzt zu dunkel. So, die Hamburgerbrötchen kommen jetzt rein zum Anrösten. Und nur ganz kurz. Bau du zusammen, hat sie gesagt. Dann mache ich das. Ja, und ein schön Mayo. Ja. Dann das Patty drauf. Entschuldigung. Das lege ich hier von dem mal hin. Ja. Gut. Die Ananas. Nein. Lass doch hier. Da drüben steht sie. Ah! Jo. Dann tun wir hier auch noch ein Klecks Mayo drauf. Tja, Freunde, dann ist der Pfannen-Hawaii-Burger schon fertig. Und wer ein Spatzel im Hintergrund rumspringt, den nächsten macht, darf ich den wahrscheinlich schon probieren, oder? Ja, kannst du ruhig machen. Gut, dann machen wir das. So, dann wollen wir doch mal. Das sieht schon richtig geil aus. Grandios. Ich gehe jetzt essen, in Ruhe. Manu macht noch den zweiten und nachher dann alles eben und definitiv zum Fazit. Huh! Boah, also Leute, ich fand den Burger richtig lecker. Ja. Und ihr habt es gesehen, ganz einfach in der Pfanne zu machen. Ohne viel Schnickschnack. Braucht es meiner Meinung nach bei einem Hawaii-Burger gar nicht. Also einfach nur Bun, Patty, Mayo, fertig. Was richtig. Meinst du? Ja. Ja. So sehe ich es genauso. Bei dir war das Bun etwas matschiger, habe ich gesehen, als ja. Bei mir. Ja. Wieso, weshalb, warum? Keine Ahnung. Wir wissen es auch nicht. Aber ja gut, man könnte Bun auch im Backofen schnell antoasten. Aber wir haben letztens im Livestream gesagt, wir machen am Pfannenburger. Alles in der Pfanne. Und das haben wir getan. Richtig. Und der war nur noch lecker. Richtig. Jetzt kriege ich auch wieder Bussis. Also Leute, danke fürs Zugucken. Däumchen nach oben. Nettes Kommentar. Abos wären vielleicht auch mal wieder nicht schlecht. Auch wenn wir leider bloß momentan Küchenvideos haben. Richtig. Jo. In dem Sinne, Tschaikowski. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.